Das einzige Positive, ich kann jetzt gerade meine 45 Minuten einziehen. Ja, jetzt haben wir Fotoschüsse. Ja. Jetzt haben wir Fotos. Das tut sie mir leid. Hoffentlich ist das der, was du kennst. Weiß ich nicht. Hallo. Der Lösung kommt. Hallo? Ah, da ist der 6. Ja. Wann kommt der Kollege für den Zug? Auch ein grosses Auto? Nein, nein. Dann doch mal Fragen beantworten. Das Desaster im Pfäffiken auf dem Parkplatz. Die ganze Reisegesellschaft von Pisa. Ich muss jetzt autonom selber schauen, wie sie herkommen. Weil der Bus hier ist leider kaputt. Und ich warte jetzt eine Stunde auf den Ersatz oder jemanden, der mich abholt. Da. So viel zum Pisa-Ende. Vom Ausflug von Pisa. Ja, Sonntagabend nach einer ganz tollen Reise mit der Band Pisa sind wir jetzt kurz vor daheim noch gestrandet mit unserem Bus. Total versagen, als wir auf der Autobahn gerade noch Glück hatten, dass wir zu einer Ausfahrt gekommen sind mit irgendeiner Notschaltung am Auto. Und jetzt haben wir alles umorganisiert. Die Leute haben sich selber organisiert, zum Teil mit Taxi müssen heim, ziemlich weit, nach Zug und so weiter. Und die einen sind am Bahnhof und nehmen dann von dort den Bahnhof hier in Pfäffiken, nehmen dort den Zug. Und ich habe jetzt die dankbare Aufgabe, mit den Bus zu hüten, der Lehre. Und zu warten, bis zwei Mechaniker kommen von der Vermietungsfirma, wo der Bus her ist. Und die schauen dann, ob sie ihn zu Gang bringen. Und sonst bringen sie mich dann mit dem PW auf Dagmarseele, wo dann mein Auto steht, wo dann irgendwann in einer Stunde, anderthalb, zwei, ich Feierabend kann. Es ist jetzt Viertel vor acht, ich nehme an, es wird ungefähr 10 Uhr, bis ich in Dagmarseele bin. Und ja, so kann man sich auch den Sonntagabend verderben. Ich wünsche trotzdem allen, die dabei sind von der Band Pisa und allen Leuten, die mich jetzt vermissen und suchen. Ich stehe also gerade in der Nähe von der Ausfahrt Pfäffiken und melde mich dann morgen wieder mit irgendeinem Post. Gute Nacht miteinander.